So Leute, wie ihr seht, Zygentas Spellbook, Gideon. Das zweite der Reihe, ich habe es bekommen, ich mach's mal komplett auf, ich habe es vorhin mal angeschnitten gehabt. So, wir hatten ja vor ein bisschen, gar nicht so langer Zeit her, hatten wir ja das Jace Spellbook und jetzt haben wir das Gideon Spellbook. Das Gideon Spellbook, erstmal hier wieder komplett auseinandernehmen, das gute Stück. Steht beim Gideon drauf. Oh, ich will nichts kaputt. Nein, ich will es nicht kaputt machen. Oh, ich will es doch nicht. Oh, schade. Ah, when the fight seems wahrscheinlich hopeless, fight harder. Das zählt. Ist das Ding kaputt. Das macht mich als Sammler sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Na, hier ist dieses Gideon Booster. Gucken wir uns das mal an. Ich würde mal davon ausgehen, dass auch hier als allererstes die Folie ganz oben drauf ist. Deswegen versuche ich es gerade so ein bisschen spannend für uns alle zu halten. Oh nein, diesmal sind sie andersrum. So, gucken. Ist das die Folie? Nein, das ist ein Gideon Jura. Erstmal hochzeigen. So. Das Frame gefällt mir besser. 5 Mana, 6 Marken plus 2 und müssen alle Kreaturen, die der Gegner kontrolliert, müssen ihn angreifen nächste Runde. Minus 2 Mana zerstört eine getappte Kreatur. 0, er wird zum 6-6 Planeswalker, der angreifen kann. Das war damals super stark, weil er war der Erste, der diese Fähigkeit hatte von den Gideons. Dann Martyr's Bond. 6 Mana Verzauberung. Immer wenn diese oder eine andere Permanente, die ihr kontrolliert, vom Feld auf den Friedhof gelegt wird, muss der Gegner einen Permanenten mit einem selben Kartentyp opfern. Das ist eine gute Commander-Karte. Dann haben wir Path to Exile. Ein weißes Mana, man exiliert eine Kreatur und der Beherrscher dieser, der Kontrolleur dieser Kreatur durchsucht sein Deck nach einem Standardland, bringt es getappt ins Spiel und mischt danach sein Deck. Dann haben wir Rest in Peace. 2 Mana Verzauberung. Und wenn es schon Pipa kommt, exiliert man alle Karten aus allen Friedhöfen. Und immer wenn eine Karte oder ein Token in den Friedhof gehen würden, wird sie stattdessen exiliert. So viele playable Karten. So, Command, ich sehe jetzt gerade, ist der voll? Ne, der ist nicht voll. Der sieht einfach nur so dunkel aus. Krass. So, Commander, Commander, Legacy, Modern, Legacy, Modern. Was haben wir hier? Shield of Faith. Die habe ich im Commander gespielt. 3 Mana-Verzauberung. Die verzauberte Kreatur wird unzerstörbar. Und immer wenn die verschaubert, wenn eine Kreatur ins Spielfeld kommt, kann man die dann anrüsten. Super cool im Commander. Dann haben wir True Conviction. Commander, 6 Mana für alle Kreaturen, die ihr kontrolliert habt. Doppelschlag und Lifelink als Verzauberung. Saustark. Dann haben wir Worship, die spiele ich im Modern. 4 Mana Verzauberung. Und solange ihr eine Kreatur kontrolliert, kann Damage euer Leben nicht unter 1 setzen. Das ist so cool. So eine gute Karte. Und dann haben wir, ja gut, die jetzt nicht. Blackblade Reforged. 2 Mana, legendäres Artefakt, Ausrüstung. Kriegt +1/+1 für jedes Land, was ihr kontrolliert. Und legendäre Kreatur könnt ihr für 3 Mana ausrüsten. Wahrscheinlich so ein Gideon. Oder ihr könnt es für 7 normal ausrüsten. Und unsere Foil ist True Conviction. Die Verzauberung mit Doppelschlag Lifelink. Ja, ich finde diese Teile echt cool. Also ich bin jetzt ein bisschen schade, dass ich hier so durchgerusht bin. Das Path und das Rest werde ich auf jeden Fall spielen. Die sind echt hübsch. Echt hübsch. Wie gesagt, bei dem dachte ich erst, er wäre voll. Aber jetzt, wenn man so vergleicht, sieht man, das noch mal eine Ecke dunkler als Karte. Krass. Naja, das ist das Gideon. Das Gideon ist auch ganz cool. Finde ich sogar cooler als das Jace. Das liegt aber auch daran, dass ich A, Jace nicht mag. Und B, wie ihr alle wisst, ein Weißspieler. Deshalb... Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.